Jo Leute, willkommen wieder mal zurück zu Super Paper Mario im Miliz Königreich, was hier wieder da ist. Und im letzten Part habe ich die ersten 25 Duelle gegen Miliz 100 Recken gewonnen. Das war eigentlich noch ein Kinderspiel, aber jetzt wird es sicher schon ein bisschen schwieriger werden. Also, und ich würde sagen, damit wir ein bisschen Abwechslung reinbringen, wie wäre es, wenn mal Peach kämpft? Die können ja eh alle vier die gleichen Pixel verwenden, damit nicht immer nur Mario dran ist und sich jemand beschwert und sagt, oh, du spielst mit Mario und immer mit den anderen. Nehme ich jetzt ausnahmsweise mal Peach. Ich finde, die passt doch super zu diesen rosa Wänden. Und es geht weiter. Sage mir, kommst du zum 26. Tor auf der Suche nach einer zünftigen Keilerei? Man nennt mich Meister Gesichtsgulasch und gleich weißt du warum. Runde 26 kämpft. Der ist Meister Gesichtsgulasch, ist klar. Aua, mein Gesicht! Heute ist es mein Gesicht, welches zu Gulasch gemacht wurde. Ich muss auf dem höchsten Berggipfel darüber meditieren. Du darfst weiter. Mögest du noch viele Portionen Gesichtsgulasch zubereiten? Hm, ich liebe Gulasch, aber Gesichtsgulasch, glaube ich, das schmeckt vielleicht eher nicht so lecker. Ja, aber so ein deftiges Kartoffelgulasch, oh, lecker. Du kommst zum 27. Tor, aber achtest leichtsinnigerweise nicht auf den Himmel. Ich habe es nicht hier, aber ich bin Cape-Recke. Ich hätte dich von oben erwischt. Aber mein Cape ist beim Waschen eingelaufen und so kämpfe ich am Boden. Ich bin im Nachteil. Wenn du Ehre besitzt, hältst du dich beim Kämpfen zurück. Ich werde kämpfen, aber wisse, dass ich nicht mit ganzer Kraft kämpfe. Das ist ja nicht mein Problem, Runde 27. Am Boden zerstört. Hätte ich nur mein Cape, für diese Schlamperei beim Waschen wird jemand zahlen. Nimm deinen Sieg und lauf weiter, aber behalte den Himmel im Auge. Okay, alles klar. Also ihr seht, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt Mario, Peach, Bowser oder Luigi bin, außer dass Bowser natürlich noch mehr Schaden macht, aber sonst ist alles gleich. Heia! Oh, 28. Tor! Yoshi! Jaulobat! Hua! Heia! Runde 28, was ist das für ein komischer Typ? Egal. Ja, oh, der hält sogar schon mehr als einen Treffer aus, interessant! Hua! Meine Kampfschreie haben dich nicht beeinflusst, das war mein erster Kampf. Meine anderen Gegner sind nach den ersten Schreien immer weggelaufen. Du darfst vorbei, aber jetzt sieht niemand davon. Man soll weiterdenken, ich wäre eine total irre Kampfmaschine. Ja, natürlich. Poste ich ja morgen nur auf Facebook, nicht wahr, Zwinker, Zwinker? Ob Peach einen Facebook-Account hat? Wer weiß. Das 29. Tor, sagenumrankt, Gegenstand von Legenden. Hier findest du Flöte. Ich bin versteckt inmitten des Duells der 100, denn meine Macht ist gewaltig. Viele wollten sich sie zunutze machen, um sich das Leben zu erleichtern. Manche haben es geschafft, für sie gibt es einen Namen. Cheater! Für dich wird es auch einen Namen geben. Verlierer! Das werden wir doch sehen. Runde 29 kämpft. Du hast doch einen Code verwendet! Du hast Flöte besiegt, aber ich werde dich nicht in ein fernes Land bringen. Cheater betrügen sich nur selbst um die Reise zu wahrer Größe. Du hast die Ehre, deswegen weiß ich, du würdest niemals zu solchen Mitteln greifen. Du darfst passieren. Flöte wird hier warten. Es ist eigentlich gerade voll das geile Easter Egg. Das ist, glaube ich, eine Anspielung an Super Mario Bros. 3. Da kann man ja wirklich in ein paar Leveln versteckte Flöten finden. Und wenn man die benutzt, kann man sich zu späteren Welten teleportieren. Das werden die meisten vielleicht eh wissen, aber ich finde es cool, dass der da eine Anspielung drauf macht. Gut, das heißt, jetzt bei dem 30. Tor kommt wieder so ein dickes Schwabbel. Also, ihr wisst schon, wieder so ein Großrecke heißen die ja. Oder auch nicht. Okay, diesmal nicht. Hahaha, du bist der berühmte Held von einer weit entfernten Welt. Haha, schon lange habe ich Geschichten deines Mutes vernommen. Nie hätte ich Lachione erwartet, dich hier am 30. Tor zu treffen. Hahaha, ich hasse dich. So, Runde 30 kämpft und da ist dann auch die Welt untergegangen. Was zur Hölle, was macht der denn? Ha, 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 ha.
Kruzione. Ich lache nach außen, doch innerlich weine ich und kann nicht aufhören. Ja, ein Taschentuch bekommst du von mir trotzdem keins. Also wie gesagt, bis zu genau den Typen hatten wir es dann damals noch geschafft, obwohl die uns ja eigentlich alle hatten dann schon weitergehen lassen, müssen wir gegen die restlichen dann gar nicht mehr kämpfen. Und genau hier bei dem Typen ist dann wirklich die Welt untergegangen. Das heißt, alle Recken, die jetzt kommen, kennen wir noch gar nicht. Manche tanzen auf einer Tanzfläche, andere tanzen vor Freude und wieder andere tanzen auf den Köpfen von Schildkröten. So einer bin ich! Ich bin der, auf der Schildkröte tanzt und heute bist du die Schildkröte. Runde 31 Game, der auf der Schildkröte tanzt. Ich würde eher sagen, du bist der am Boden liegt. Du hast mich ganz schön auf der Nase rumgetanzt. Ich habe immer gern auf Schildkröten getanzt und ihre Panzer weggekickt. Jetzt versuche ich mal vom Hügel herunter in Schildkröten reinzurutschen. Ja, viel Spaß. Oder auch nicht. Ist doch eigentlich voll die Folter, die armen Schildkröten. Da wird er noch Ärger kriegen mit dem Tierschutzamt. Sowas macht man nicht. Behutsam näherst du dich dem 32. Tor, das aus gutem Grund. Denn zwischen dir und dem Tor steht bodenlos. Viele versuchten über mich hinwegzuspringen, nur um ins Game Over zu stürzen. Auch du, stürzt jetzt in dein Verderben! Na, das werden wir noch sehen. Runde 32 kämpft. Du hast mich übersprungen. Du hast dich bodenlos gestellt und bist nicht auf ihn hereingefallen. Geh jetzt, lass mich weniger leichtfüßige Gegner ins Unglück stürzen sehen. Gut, kein Kommentar. Wir müssen zugeben, dass die Sprüche ein bisschen witzig sind sie schon. Knarrt! Knochen ausgetrocknet, bewacht das 33. Tor. Meine Knochen sind so trocken, sie sehnen sich nach kühlem Nass. Ich werde sie mit deinen Tränen befeuchten. Runde 33 kämpft. Knarrt! Knack! Deine saftigen Knochen sind beneidenswert. Warum teilst du nicht mit mir? Knochen ausgetrocknet ist so trocken. Ja, wie wär's, wenn du dir mal eine Feuchtigkeitscreme besorgst? Ha, deine Reise endet am 34. Tor. Halb Katze, halb Lava. Lava-Panther greift dich voll lodernder Wut an. Wie ein kochender Lavafluss bewege ich mich unaufhaltsam auf dich zu. Miau! Runde 34 kämpft. Fauch! Du bist nicht in Flammen aufgegangen, ich bin besiegt. Ich werde vor mich hinschwelen, bereit wieder aus der Erde zu brechen. Ja, was auch immer. Aber eins denke ich mir schon. Die Entwickler, oder besser gesagt halt die Übersetzer, die das Spiel dann ins Deutsche übersetzen, ich wette, die haben richtig Spaß gehabt dabei, sich diese ganzen Sprüche und Namen auszudenken. Ich wette, die hatten da voll Spaß dran, weil das ist ja jetzt auch nicht so einfach, sich da mal was aus dem Ärmel zu schütteln, dass das halbwegs interessant klingt. Weil ich wäre jetzt nicht auf 100 verschiedene Sprüche und Namen gekommen, also ganz ehrlich. Respekt. So, weiter geht's. Keiner kann mich stoppen, denn ich bin die Prinzessin. Ein Lachen im Dunkeln, ein seltsames Leuchten, ein Prickeln im Nacken. Es ist Huber, der dich aus den Schatten beobachtet und das 35. Tor bewacht. Was immer du tust, Eindringling, schau nicht weg. Ja, wer wird denn wegschauen in Runde 35? Ich sicher nicht. Hey, guck mal da drüben, was ist das? Du hast gewonnen, aber mich wirst du nicht mehr los. Du wirst meinem Blick niemals entgehen. Na klar. Voll der Spanner. Wirst meinem Blick niemals entgehen? Ganz sicher nicht. Das kann der ja mal voll knicken.
Du bist spät. Du brauchst wohl eine Lektion vom Action-Kommandanten. Das Publikum tobt, wenn ich Angriffe voller Eleganz ausführe. Hier, am 36. Tor triffst du auf Timing in Perfektion. Es ist Zeit. Runde 36 kämpft. Ich würde sagen, deine Zeit ist abgelaufen. Meine Zeit war noch nicht gekommen, ja, oder so kann man es auch sagen. Meine Angriffe hatten ein perfektes Timing und doch hast du mich besiegt. Nie wieder werde ich mich von Eleganz blenden lassen. Ja, das ist durchaus ein Fehler. Es kommt eben nicht immer nur auf Äußerlichkeiten an. Das Innere ist es, was zählt. Urgs, ich bin Übelwilli, Wächter des 37. Tors. Ich werde dich mit der Gewalt meiner gemeinen Magenverstimmung besiegen. Die ist ja voll eklig, Runde 37. Ich glaube eher, du brauchst einen Doktor. Der bittere Geschmack der Niederlage verstärkt meine Übelkeit. Ich hätte meine letzten Krankheitstage nicht am Strand abfeiern sollen. Geh schnell, bevor es hier mein Frühstück hagelt. Na ganz schnell sind wir hier weg, aber ganz schnell. Das wollen wir lieber nicht sehen. Vor allem, das kann er doch nicht vor einer Prinzessin machen. Also echt mal, da sollte sich was schämen. In das 38. Tor, Heimat von Sausepanzer. Ich sause über den Boden und reiße meine Gegner von den Füßen. Keine Schlachtlinie steht noch, wenn ich vorbeigesaust bin. Du stehst auf gefährlichem Boden. Jetzt, spring um daneben. Okay, das können eigentlich doch keine Kinder sein, weil der hat einen Schnurrbart. Das ist einfach nur ein Zwerg. Runde 38 kennst du, der Typ ist wieder sauschnell. Achtung. Boah, wie fies. Alter. Klink, klonk. Wie ein Panzer zwischen zwei Röhren wird diese Schande niemals vergehen. Sause weiter und mehr alle um, die dir im Weg stehen. Ich sage, die Typen sollte man nicht unterschätzen. Die sind so dermaßen schnell, dass man die nicht immer sofort treffen kann. Ganz schön fies. Und trotzdem konnte er mich nicht aufhalten. Ja! Ich bin Software-Pirat, Geisel des 39. Tors. Ich plündere deine Bits und Bytes und lade sie auf meine Schatzinsel runter. Ha! Yo, ho, ho, und ein Schrank voller Games. Digibeute, ahoi! Runde 39 kämpft er, das war auch mal ein cooler Spruch. Wow, ey, nehmen wir diese Schockwellen, die sind so fies. Versenkt. Ja, gestrandet. Meine Gier nach Beute hat mich über die Planke gehen lassen. Ha. Ja, das kommt davon. Das zahlt sich halt einfach nicht aus. Wenn, dann kauft man seine Games offen und ehrlich im Laden. Oder bestellt sie sich online. Vor allem der Typ hat das offen zugegeben, ein Software-Pirat zu sein. Ich meine, hallo? Boom. Über Tor Nummer 40 herrscht Schlag, Bumm! Erst schlag ich zu und dann macht es Boom! Schlag, Boom! Runde 40. Kämpft. Okay, wieder kein Riesentypi. Zisch. Aber ich hab geschlagen, dann hat es Boom gemacht, aber ich hab verloren. Nächstes Mal erst Boom, dann Schlag, dann gewinne ich. Oder vielleicht auch nicht. Okay, gut, dann vergesst wieder, was ich da zuletzt gesagt habe. Dann ist doch nicht bei jedem 10. Tor so ein riesiger Großrecke. Das ist doch irgendwie random. Kann natürlich auch sein, dass beim 50. Tor wieder so ein Riese kommt. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Ich scheine heiß und unbarmherzig auf dich herab. Ich bin Sengsonne. Unter meinem grimmigen Blick beginnt die Luft zu flimmern. Kein Sonnenöl ist stark gegen mich. Brutzel. Runde 41 Kälte. Ich habe aber keinen Bock auf Sonnenbrand. Alter, ist der langsam. Boah, der macht 5 Schaden? Fies. Ich habe ein Tief. Du kämpfst ehrenhaft, selbst im Angesicht deiner wütenden Naturgewalt. Sengsonne ist dir jetzt wohlgesonnen. Immer diese Sprüche, ey. Sengsonne ist dir wohlgesonnen. Ja, danke. Naja, Sonnenbrand ist auch ziemlich schlimm und schmerzhaft.
Gumbachan erwartet dich schon am Tor 42. Mit meinen Mini-Reis-Zehen habe ich noch nie etwas gerissen. Doch du wirst der Erste sein und für immer mit dieser Schande leben müssen. Runde 42, Kämpf, das werden wir noch sehen. Ich glaube, ich habe ein Schal verloren. Mein Leben ist eine Lüge, meine Reißzähne sind nutzlos. Ich will eine Witchfigur. Eine Witchfigur. Oh Gott, ey. Diese Sprüche sind einfach das Beste am ganzen Kapitel, wie ich finde. Du kommst zum 43. Tor und das ohne Proviant? Ich bin Matière Cuisine und dass du ohne Essen hier bist, finde ich geschmacklos. Aber egal, ich koche etwas für dich. Deine Henkersmahlzeit. Runde 43 kämpft. Ja, ich habe eh schon Hunger. Du hast mir die Suppe versalzen. Du hattest das Rezept für den Sieg. Du darfst passieren, aber nimm es mit ins Grab. Ja, ja, alles klar. Ich sage, das sind immer diese Wortspiele, also ich finde die einfach nur geil. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das lächerlich ist oder doch irgendwie lustig? Ich find's witzig. Oh, ein Typ, der sich drehen kann. Du erscheinst so unerwartet wie ich aus einem Geheimgang. Ich bin Wabröhrling. Ich bewache das 44. Tor, doch das ist noch nicht alles. Ich besitze geheimes Wissen. Ich bereise sämtliche Welten auf geheimen Wegen. Nein, ich verrate dir nicht, wie. Du würdest diese Macht missbrauchen. Wahre Krieger bereisen erst alle Welten, bevor sie überspringen. Kämpfe! Runde 44 kämpft. Okay, der Typ hat eine ganz besondere Farbe und der kann sich echt drehen. Das heißt, da muss ich jetzt echt Mario nehmen. Weil sonst kann ich den Typen nicht angreifen. In diesem Kampf schaue ich in die Röhre. Du gebietest über Zeit und Raum. Ich habe dich unterschätzt. Du bewegst dich in der Warp-Zone unter mächtigen Kriegern. Ich gebe auf. So, das ist doch besser. Ja, ganz vergessen, dass es sogar... Es gibt sogar Recken, wie ihr seht, die auch die Drehtechnik beherrschen, die sich dann auch in 3D begeben können und wieder zurück. Aber der Typ hat überhaupt eine ganz besondere Farbe. Na gut, dann bleibe ich vielleicht sogar lieber wieder Mario, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob nicht nochmal so ein Typi kommt. Ich finde, die Prinzessin kann sich ausruhen. Fruchtschlinger heißt dich am 45. Tor willkommen. Wie du siehst, gibt es hier keine Früchte, weder an Büschen noch Bäumen. Ich habe alle verschlungen. Es gibt jetzt nur noch ein Früchtchen. Dich! Der Spruch war echt flach. Für Runde 45 ist ja lächerlich. Schluck. Das Glück ist dir hold. Die Früchte in meinem Bauch haben mich gebremst. Gell, ich bin so müde. Ich mache jetzt ein kleines Nickerchen. Das kommt davon, wenn man sich so voll gefressen hat. Da sollte man eher ein bisschen Bewegung machen. Aber wer bin ich schon, dass ich von Bewegung spreche? Wenige schaffen es bis zum 46. Tor. Schlafscharf ist wirklich tief beeindruckt. Du bist sicher sehr müde und könntest deine Mütze voll Schlaf gebrauchen. Ich bin das letzte Schäfchen in der Herde, doch ich bin es, der den Schlaf bringt. Wickel dich in eine weiche Decke, die Niederlage kommt im Schlaf. Ja, jetzt wird noch lange nicht gepennt. Runde 46 haben wir noch nicht mal die Hälfte geschafft. Bäh. Viele sind bei meinem rhythmischen Haufgetrampel sanft eingeschlafen. Wie kannst du dem lockeren Ruf des Kissens widerstehen? Dein Wille ist eisern. Das ist wohl wahr. Nö, ich bin doch noch gar nicht müde, mein Hallo. Das können wir uns hier echt nicht erlauben. Kommt überhaupt nicht in Frage. Schlurpeli schlurp, schlurpeli schlurp, schlurpeli schlurp. Endlos schlurp, schlurp, jetzt schlurp. Tor 47 nicht schlurpen, Gurp. Schlurp! Was zur Hölle? Runde 47 Kämpfe, was ist das denn für ein Spinner? Nix schlurpeli schlurp. Schade, schlurp, schlurp. Na, schlurp, ja, schlurp, Gurp. Immer noch hungrig, schlurp. Also zu dem Typen fällt mir gerade echt nichts ein. Außer, dass er sich mit seinem ganzen Geschlurpe, dass er mich da irgendwie an das Pokémon-Schlurp erinnert.
Vom Luftschiff komme ich mit wirbelnden Schraubenschlüsseln. Ich, der Schraubrocker, finde ich hier am 48. Tor mit Werkzeug. Jetzt ziehe ich die Daumenschrauben an. Runde 48 kämpft. Schicht im Schacht. Der bittere, rostige Geschmack der Niederlage füllt meinen Mund. Ich muss zurück und mit Meister Rocky trainieren. Meister Rocky? Wer ist das denn? Der meint doch jetzt nicht ernsthaft diesen Boxtypen da, oder? Rocky? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich funkle und blitze, denn ich bin 7 Stern. Mein Glanz zieht dich zum 49. Tor wie eine Motte zum Licht. Du kannst den Blick nicht von mir wenden, gebannt von meiner Schönheit. Versuche mich zu besiegen, doch du wirst an mir zerbrechen. Runde 49 kämpft. Na bitte, es ist wieder ein Typ, der sich drehen kann. Aber das kann ich auch. Du hast mich gebrochen. Dein Sieg hat mich für wahr zerschmettert, doch bist du der wahre Verlierer. Denn eines Tages musst du dich auf die Suche nach meinen Splittern machen. Soll das jetzt eine Anspielung auf die Sternsplitter aus dem Vorgänger sein? Eventuell? Weil die gibt's ja in diesem Teil nicht mehr. So Leute, wir haben das 50. Tor erreicht. Wer ist jetzt unser Gegner? Schauen wir es uns zusammen. Ein kalter Schauer kriecht über deinen Rücken, der eisige Atem von Eiswart. Jeder Reisende trifft irgendwann am 50. Tor auf mich. Schleich so viel du willst, doch sie kommt trotzdem, die Lawine! Runde 50 kämpft, oh mein Gott, so ein Riesenklotz in weißer Rüstung. Das ist aber relativ langsam. Bam, da muss man aufpassen, wenn der mit der Keule ausholt, ist das heftig und er kann halt auch rumrollen. So, wo bist du denn? Ich bin hier! Und so schmelze ich dahin! Du hast Eiswart besiegt, jetzt kannst du gegen Bonuswart kämpfen. War nur Spaß! Was? Bonuswart? Der Typ sieht genauso aus wie Sonnenflut, nur in groß. Ein bisschen anders Schnur, aber sonst eine ähnliche Rüstung, ganz in weiß. Also der Typ sieht auch cool aus. Also ein paar so ganz besondere Recken gibt's halt immer wieder. Ja Leute, und das heißt, ich habe es wieder einmal geschafft, der Part ist vorbei und im nächsten kommen natürlich noch mehr Duelle. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Super Paper Mario, Leute. Ciao!